FF24.news. Frankfurt aktuell. Am Dienstagnachmittag hat das Stadtmarketing unserer Doppelstadt Frankfurt oder Slubice eine neue gemeinsame Homepage vorgestellt, die bisherige Seiten vereint. Was war der Beweggrund für diesen Relaunch? Linda Pickney vom Stadtmarketing sagte gegenüber der Oderwelle: Es ist dazu gekommen, weil wir ja gerne mit viel Bildern und viel Lebendigkeit diese Stadt nach außen tragen wollen. Weil uns aufgefallen ist, dass es sehr viele verschiedene Seiten gibt, wo ganz selten die Stadtnamen selbst im Internetnamen auftauchen. Das heißt, man kann uns wirklich nicht so gut finden. Nicht jeder kennt FFO als Abkürzung, wenn er in Bayern zum Beispiel überlegt, hier an die Oder einen Ausflug zu machen. Es ist ja eine Seite, die sowohl für Touristinnen und Touristen als auch für mögliche Zuzügler, RückkehrerInnen, aber auch für Frankfurterinnen und Frankfurter spannend sein kann und hoffentlich wird und die zum Entdecken der Stadt einlädt, in ganz, ganz vielen Bereichen arbeiten und leben, wohnen, Bildung, Mehrsprachigkeit, Doppelstadt erleben, natürlich die ganzen Feste und Veranstaltungen, die wir hoffentlich bald wieder miteinander teilen können und solche Sachen, wie wir sie auf den Weg gebracht haben, wie den Stadtgutschein oder die Stadtrezeption, wo sich alle hinwenden können, die hier ankommen. Auch Bürgermeister Klaus Junghans ist von der neuen Seite begeistert. Es gibt ganz viele Sachen zu entdecken. Ich kann wirklich jeden einladen, nur mal drüber zu schauen und sich durchzuklicken. Man kann zum Beispiel ab sofort auch den Doppeltgutschein, den wir in der Vorweihnachtszeit gestartet haben, dort online bestellen. Man kann ihn selber gestalten, kann ein Foto einfügen und sich dann den sozusagen individualisierten Gutschein selber produzieren und ausdrucken. Man kann aber auch ganz viele Ausflugsziele entdecken. Man kann Bildungsangebote und Kulturangebote entdecken. Und natürlich auch der Veranstaltungskalender ohne Grenzen ist auf dieser Internetseite zu finden. Das Besondere, die zukünftige Mehrsprachigkeit der Seite. Auch das Redaktionsteam wird deutsch-polnisch bzw. mehrsprachig sein. Und im Moment ist die Seite auf Deutsch freigeschalten. Polnisch folgt ganz bald und auch Englisch wird sie dann zu lesen sein können, weil wir auch eine internationale Stadt sind. Was ist das Besondere an der neuen Homepage für unseren Bürgermeister? Noch einmal Klaus Junghans. Das Besondere an der Seite ist, dass wir hier ganz viele Angebote bündeln. Wir hatten ja vorher verschiedene Internetseiten für den Bereich Tourismus, für einzelne Veranstaltungen, für die Frankfurt-Kampagne. Und jetzt ist es so, dass wir auf diesem Doppelstadtportal frankfurt-slubice.eu all diese Angebote bündeln, damit Interessierte, egal auf welchem Wege sie auf unsere Doppelstadt aufmerksam werden, auf dieser Internetseite die ganze Bandbreite der Informationen für unsere stattfinden, von Bildungsangeboten über Kulturangebote bis zu Sportmöglichkeiten und Ausflugszielen. Für Linda Pickney, mitverantwortlich für die neue Seite des Stadtmarketings, ist besonders das Virtuelle ein wichtiger Punkt. Ich mag, dass es ganz viele Bilder gibt, die den schönen Stadtraum so zwischen Grün und all den verschiedenen Architekturen zeigt. Das ist in der Vergangenheit nicht immer so zu sehen gewesen und Frankfurt oder die jetzt schon 15 Jahre lang eine wichtige Rolle in meinem Leben spielt, ist eine Stadt, in die man sich vielleicht erst auf den zweiten Blick verliebt. Frankfurt-Oder und Slubice sind eine Vision, die immer lebendiger werden kann. Und dass das dort zu finden ist, finde ich sehr, sehr schön. Also, dass man das, was die Stadt so besonders liebenswert macht, auch wirklich relativ schnell sehen und fühlen kann, das finde ich mit das Schönste an der Seite, ja. FF24.news, Frankfurt aktuell.